Schubdi-dubdi-du, und da ist es wieder, Tribes Vengeance. Rio 7645 Jacer LP hier wieder. Und weiter geht's nach langer Pause mal wieder. Auch wenn es ein paar Wochen sind. Nur. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu streng zu mir selber. Könnte wahrscheinlich an der inaktiven Woche liegen. Naja. Vorab, bevor ich anfange zu spielen, kleine Info. Ich habe das Spiel auf Lautsprecher, auch wenn ihr das jetzt nicht hören dürftet, weil das Spiel ist ja wirklich so leise gestellt. What the fuck? Dass man wirklich kaum was hört. Könnte trotzdem eine Rückkopplung kommen, weil ich denke mal, so wie ich es mitbekommen habe, dieses ganze Geknister und so, was ich alles gemacht habe, das ist auch ein bisschen extrem laut gewesen. Und warum habe ich auf Lautsprecher statt auf meinen Kopfhörern? Nun ja, ganz einfach. Ich habe hier quasi, ich würde jetzt eine Gastmoderatorin nennen, aber ich glaube kaum, dass sie großartig viel dazu sagen wird, wenn man sie überhaupt hören kann. Ich weiß nicht, muss man testen? Wahrscheinlich wird keiner die Stimme erkannt haben, weil die sie so selten hört. Warte mal, was war im Portal Preload LP dabei? Zum Teil ja, bis ich eingepennt bin. Okay, gut. Alles klar, dann erkennen wir uns hier doch. Unsere liebe Momoko nämlich. Portal habe ich immer noch nicht hochgeladen, verdammte Egal. Sei nicht traurig. Machen wir einfach weiter. Viel zu viel Gelaber. Wer ist das? Ein Charakter aus dem Spiel. Das ist... Oh Gott, wie hieß die? Julia. Julia. La, 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 la. Nein, hör auf. Okay, ich hör auf. Ist ja schon. Nicht bei so einem Spiel. Nee, die hieß ja eh Gloria. Haha. Scheiße. Ach, lustig. Guck mal, da spielen wir sie direkt. Also, sie ist die Tochter von... Die ist blond-schwarzhaarig. Warum ist sie blond-schwarzhaarig? Ganz einfach. Sie gehört zu zwei Clans quasi, zumindest von der Blutgruppe her. Sie ist die Tochter einer Imperialen. Aber leider auch gleichzeitig die Tochter eines Phoenix. Ups, ich habe die Story gespoilert. Huch! Komm Leute, ist es nicht offensichtlich... Sie ist die Tochter von Victoria und mit wem war Victoria zusammen? Genau. Awfully quiet down here. Smells like an ambush. Watch yourself. Okay. Hat er gerade Busch gesagt? Ambush. Falle. I'll die before I let you touch the archive. Und du sagst, du hast gutes Englisch. Meine Güte. Ja, ich weiß. Disc-Shooter in den Rücken. Du hinterfragst bei einem Shooter-Spiel den Sinn. Bei dem auf jeden Fall. Counter-Strike. Nein, sie ist jetzt in einer Mission, die geheime Archivdaten von diesen in Anführungszeichen Terroristen zu klauen. Und der lässt mich halt nicht dran. So habe ich den noch gar nicht besiegt, den Kerl. Hey! Voila! Verdammt! Julia? Ja, ist okay. Ist okay. Ich hab grad den Löffel abgegeben. Du hast... Ja, genau, so ungefähr. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man sie richtig hört. Wenn nicht... Awfully quiet down here. Smells like an ambush. Watch yourself. Was denn? Nicht scheiß drauf, dann heißt es, dann tut's mir leid.
In der Kommentare sind die nicht wirklich. Lauf mir gerade um. Runter, habe ich gesagt, du Sack. Granatenwerfer erwischt. Hey, hier gibt's HP. Was erfahre ich jetzt erst? Wollt ihr mich verarschen? Hallo! Oh. Sei vorsichtig mit dem Ding, das kann wehtun. Hoppala, da oben sind ja... Nerv nicht. Und mit dir. Hier ist eine Mörser. Ja, klasse. Na. Mörser. Ist. Kann man definieren mit einer relativ starken Schusswaffe. Never change the working system. Und tot. Looks like there's no more tribals to kill. Well done, child. The archives are ours. They sure are. Ja. Wie? Okay. Ja, du hast jetzt aufgrund dessen, dass du meine ersten paar Folgen nicht geguckt hast, hast du natürlich einen Großteil jetzt verpasst von der Story. Julia, what are you doing? Leave their archives for our intelligence service. How many of these have you searched, Julia? And for what? A face from your childhood? Your personal demon won't be found in some... I found you. It's you. I found you, Jericho. Tja, und da ich mir das Spiel gespoilert habe, weiß ich, dass ich jetzt eine Mission mit Jericho habe. Natürlich nicht. Sondern viel eher, ja, Mama? Ihre Vergangenheit. Mama? Das ist ihre Mutter. Prinzessin Victoria. Julia, taking care of your mother again? Yes, Auntie Olivia, and I'm being good. Of course you are. Stay and play with me. Auntie is very busy. Perhaps later. Julia, I need to speak to your mother. Royal stuff? And smart, too. Run along now. Victoria. What is it, Olivia? Do you not even acknowledge the arrival of your own sister anymore? Sorry, I was thinking. Yes, you do a lot of that since father died. What is it? Something's come up. You're needed in the briefing room. Briefing room? Sie denkt viel nach, seit ihr Vater tot ist. Hm. Nicht eher, seitdem sie zurück ist aus der Gefangenschaft von... Also, in Anführungszeichen Gefangenschaft von den sogenannten... Tribesmen? Was ist das nochmal auf Deutsch? Stammeskämpfern, genau. Hm. Den Phoenix. Communications dropped out for half an hour last night. Tell me about it. I tried to contact maintenance and my call got shuffled through the kitchens instead. Whole system's going crazy. If communications are compromised, why aren't we at alert? That was a mortar round. Mm. General Albrecht, what's death the situation? To the Empire. Death to the traitor Victoria! Ich bin weg. We've got Phoenix intruders. They're everywhere.
Ja. Victoria ist eine ganz hübsche Lady. Aber ich finde in ihrem... Hallo Jericho. This ends today. Yes, sir. This is impossible. Filthy tribals everywhere. Der Stiefvater. Follow me, but don't get in the way. Escort us to the roof. Warum Stiefvater? Ganz einfach. The palace is on full security lockdown. Alter, warum hast du so eine verkrampfte Hand? Du hast mich nur auf der Hand. Go hit it and we'll escort you. Must I do everything myself? Come on, girl. Must you be so clumsy? Butts. We'll lay down covering fire. Hit that switch, Julia. You can do it. Lulu. Ups. Hoppala. Er sieht mich ja. Bin weg. Ah, ich bin hier raus. Also ich muss zugeben, das ist eine der Missionen, die ich am allerwenigsten leide. Weil ich hier so schutzlos bin. Hops. Da muss ich runter. Genau. So muss ich runter. Hoppala. Schützturm. Schutzlos im Großteil dieser Mission. Ich hasse so Run-Missionen. Aber ich muss zugeben, für ein Kind hat die sehr viel HP. So ungerüstet. Ich meine, guckt sie euch an. Sie hat eine Jeansjacke an, ein T-Shirt und eine Jeanshose. Aber egal, bald kommt meine Lieblingsmission, von daher. Ah, Sniper. Understood. Ja, im Moment ist es auch so ein bisschen Mirror's Edge-artig. Ja, schön. Darf ich da jetzt nicht mal durch? Irgendwo. Ah, danke schön. Vielen Dank. Ich muss reparieren. Ach, warte mal. Ich glaube, jetzt kommt langsam der Punkt, an dem ich dann doch nicht mehr unbewaffnet bin. So, E-Taste. Nein. Nein, was viel Lustigeres. Hallo, Jäger. Jetzt kriegt ihr Raketen in die Fresse. Nein, ich muss mein Königreich retten. Stimmt. Bin ich überhaupt nicht so? Na gut, mit dem Teil weiß ich nicht, ob man da zoomen konnte. Ich meine nicht. Mit dem Jäger tun das, glaube ich, nicht. Achso, ja.
Werfer. Ihr beschädigt meinen Kollegen nicht. Stirb. Schön, dass das alles nur leichte Einheiten sind. Sogenannte Fußsoldaten. So. Der Jäger ist jetzt ein bisschen beschädigt. Temperatur, ich komme. Wo war's? Nur zur kleinen Info, das hier. Ja, steht ja schon da. Stationierter Rep-Roboter. Naja. Ist dauerhaftes Repair-Modul eigentlich, was dumm in der Gegend rumsteht. Hält auch nicht viel aus. Repariert aber sehr gut Generatoren und vielleicht. Stirb, Fußsoldat. Eier. Geh mir nicht auf die Eier. Was bei Apple Pictures so schön reicht. Naja, ihr kriegt gleich einen Seitenangriff. Jetzt piepen. Hallo, Repair Station. Das ist immer so scheiße, so durchzukriegen, ne? Sonst noch einer? Nicht? Oh! Da kriegt man hier ja nicht zu. Das könnte... Los! Feigling! Stell dich deinem Tod. Naja, Maxim würde jetzt konsequent sagen, er hat's förmlich kommen sehen. Ja, natürlich. Er hat's kommen sehen, war ja eine Rakete. Witzig. Nicht. Klein Spieß. Wie hatte ich zu Anfang gesagt? Semi-blind? Ja, ich erinnere mich kaum dran, wer ist. Und das, obwohl ich bis zu meiner Lieblingsversion durchgespielt habe. Putz. Und das müsste sogar die nächste sein. Wie, du hast überlebt? Gibt's nicht. Hab ich überlebt? Was denn? Jetzt kommt der nächste Teil. Damals war der so richtig nervig für mich. Ich wette, der Vorführeffekt macht mich hier wieder voll. Nein. Ah! Medium-Soldat. Naja, es war ein Medium-Soldat. Ist schon tot. Na dann. Wenn du schon da so liegst, ganz gechillt. Shit. Lalalala. Alles aufgeräumt. Alles auf. Hab ich damit gesehen? Ende. Okay, doch nicht. Verlassen.
Ach ja, genau, gleich kriege ich ja den Greifhaken. Kann ich auch mal gucken, ob ich hier Zoom drin bin. Vermutlich nicht. Nein, stirb nicht! Ja. Ah. Gott. Ich hasse brüchige Schlösser. Na komm. Komm. Jetzt schwimmen. Hallo? Princess, the grappler. Get it! Nice job, Julia. Now just grapple up to the sledge. Moment. Mich ärgert gerade meine Steuerung. Maustaste links, Feuer, Maustaste rechts, Zoom, alles klar. Leertaste, Jetpack, springen. Ja, ist doch alles richtig. Wieso funzt es dann nicht? We'll get you out of here. Ja. So, Okay, wo fängt die Treppe offiziell an? Da oben eigentlich. Geht doch. Good job. You've almost made it. Und ich mach's geschickt. Ich nehme nicht diese Greifhaken-Aktion mag, weil ich mit diesem scheiß Greifhaken nämlich nicht umgehen kann, laufe ich einfach rüber. Ich bin ja im Kopf gesprungen, Kollege. Ja, und? Bumm und stirb? Nein, nicht? Come on, this way. Tschüssi. Phoenix. You're the one with the tech skills. Get this thing open. Yes, sir. There's not much time. Use your grappler. Get out of here. Aua. Almost got it. Quickly, Julia. They're coming. So ein bisschen glitching muss immer sein. So. Erste Etage, hallo Leben. So, dann wieder ein paar Stufen hoch, ein paar Stufen zurück. So auf dem Geländer laufen. Aua. Hört doch auf mich zu schießen, ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Ah, ein kleiner Wichser. Ach, diesen Pädophil oder was? Beziehungsweise Pedonekrophil. Ja. Eine heiße. Schon. Wie ich mich einfach mal konsequent durch das Spiel glitsch. Das habe ich aber beim letzten Durchlauf schon gemacht. Weil der normale Weg, der ist nun ja. Nervig. Vor allem, wenn man mit dem Greifhaken nicht richtig umgeht. Darf ich gleich einen Turret nutzen? Ja, ich darf gleich einen Turret nutzen. Das ist cool. Ihr habt keine Chance gegen mich. Keine Risse. Ich kann immer nicht. Das ist ärgerlich. Naja, das hätte ich spätestens bei der Diskussion sehen müssen. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Na gut. Normalerweise kommen ja die Waffen des
So langsam und sicher verstehe ich das System von dem Ding. Wird mir aber nicht viel bringen, wie ich das nächste Mal wieder. Oh Gott. Das kommt viel. Hallo. Skowski, Jungs. Habe ich mich gerade selbst umgebracht? Gott. Oh Gott. Eieiei. Na gut. Neuer Versuch. Wo darf ich jetzt wieder anfangen? Was ist das? Oh Gott, hier darf ich wieder anfangen? Okay. As you wish, General Jericho. Our troops are advancing through the sewer system. The Imperial scumbags won't know what hit them. Understood. They sealed off the fighter bay.